So stellt man sich wahrscheinlich Kanada vor. Überall Wald und viele Grünflächen. Und tatsächlich sind noch ca. 30% der kanadischen Fläche bewaldet. Obwohl seit 1999 die Fläche der Abholzung in Städten und im Vorort von 19% auf 29% angestiegen ist. Diese Zahl ist fast doppelt so hoch wie die für den Amazonas-Regenwald. Außerdem verzeichnet Kanada weltweit den größten menschenverursachten Verlust von Primärwäldern. Im folgenden Video werde ich euch erklären, wieso so viel Wald gerodet wird. Dabei ist auch wichtig zu wissen, dass zum einen die Waldrodung stattfindet, um neue Plätze zu schaffen, aber auch, weil Kanada immer noch einer der größten Holzindustrien ist. Ich befinde mich hier gerade im vierten Stock der Universität London, Ontario. London wird auch die Waldstadt genannt, da diese komplett in einem Wald gebaut worden ist. Hinter mir könnt ihr zwar sehen, dass noch Teile des Waldes erhalten sind, aber man kann sich ausmalen, bei einer 400.000 Einwohnerstadt, wie viel Wald auch weichen musste. Und genau das ist auch immer noch einer der Hauptgründe der Waldrodung in Kanada. Und zwar der Ausbau der Infrastruktur und des Straßennetzes. Zwar geht in Städten wie Toronto die Waldrodungsrate zurück, was aber auch nicht wirklich verwunderlich ist, da es in großen Städten auch nicht mehr viel Wald zum Roden gibt. Jetzt kommen wir zur nächsten Ursache. Ein weiterer Grund für die Abholzung der Wälder in Kanada ist die Gewinnung fossiler Brennstoffe, sei es durch den Bergbau oder die Ölindustrie. Besonders die Gewinnung von Öl aus Ölsand ist in den letzten Jahren gestiegen, da es immer bessere Wege zur Gewinnung und zur Raffination gibt. Ein Vorteil, den Kanada dadurch hat, ist, sie können sich weitestgehend unabhängig von der instabilen politischen Lage der Welt machen. Jetzt kommen wir zum Hauptverursacher der Waldrodung. Und dieser Grund ist die Landwirtschaft. Denn viele Wälder müssen weichen, um den wachsenden Bedarf an Nahrungsmitteln und besonders den Konsum an Fleisch auf der Welt zu decken. Und auch wenn Kanada dagegen reagiert hat und die Preise für Fleisch und andere tierische Produkte stark gestiegen sind, so rangierte es 2013 immer noch unter den Top 10 Ländern, die am meisten Fleisch essen. Im Vergleich dazu ist kein einziges EU-Land unter den Top 10. Zum Abschluss aber noch ein paar positive Nachrichten. Und zwar ist die Abholzung wegen landwirtschaftlicher Nutzung von 40.000 Hektar 1990 auf 10.000 Hektar jährlich gesunken. Und außerdem ist es immer wichtig, die Zahlen in Relation zu setzen. So werden zwar für die Abholzung jährlich 34.000 Hektar Land vernichtet, aber durch Schädlinge werden zum Beispiel 15 Millionen Hektar vernichtet und durch Waldbrände ca. 3,5 Millionen. Somit beträgt die Abholzung durch den Menschen nur einen sehr kleinen Teil. Eine weitere positive Nachricht ist, dass in vielen Provinzen wie in London und Toronto auch Forstungsprogramme stattfinden und mittlerweile bis zu 1500 Hektar jährlich aufgeforstet werden. Der nächste Punkt, der positiv hervorzuheben ist, ist, dass mittlerweile 40% der Wälder in Kanada in einem sogenannten Naturschutzpakt sind und dieser verbietet die unkontrollierte Abholzung von ihnen. Wieso die Schützung der Wälder so wichtig ist, wird von vielen Experten gleich benannt. Und zwar hält nichts den Klimawandel so gut auf wie Wälder. Und schon heute könnte die ganze Welt bis zu ein Drittel mehr Bäume vertragen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jeder etwas für den Klimaschutz tut und zum Beispiel Geld für eine Organisation spendet, die Bäume pflanzt. Das war's von mir.